Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier auf der Deep Dive Stage folgt jetzt eine Session von Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie. In dem Video präsentiert sich das Berliner Smart City Ökosystem in einem kurzweiligen Pitch-Format, Berlin Rush Hour. Das Themenangebot der Berlin Rush Hour richtet sich an Expertinnen und Experten und andere Interessierte, die sich über Berliner Lösungen und Anwendungsfälle informieren, austauschen und vernetzen möchten. Freuen Sie sich auf einen Videobeitrag mit 10 Highlights von Berliner Institutionen und Partnern aus dem Smart City Berlin Netzwerk. Viel Spaß dabei! Hallo, herzlich willkommen zur Berlin Rush Hour. Mein Name ist Beate Albert. Ich leite bei Berlin Partner der Wirtschaftsförderung des Landes Berlin die Smart City Unit und ich führe Sie heute gerne durch unser wirklich exzellentes, aber auch schnelles Programm. Wie Sie es sicher aus Berlin gewohnt sind, viele Akteure, viele Player, viele Projekte, nur ein Bruchteil davon will ich Ihnen heute vorstellen. Kommen Sie mit mir auf eine Reise durch das quirlige, smarte Berlin. Als allererstes freue ich mich, als Gast begrüßen zu können, unseren Staatssekretär für Verwaltungs- und Infrastrukturmodernisierung, Herrn Dr. Frank Nägele, der quasi den Hut auf hat für unseren Smart City-Prozess in Berlin. Herzlich willkommen. Dankeschön, Frau Albert, für diese Einführung. Dankeschön auch, dass Sie mit der Smart City Unit dazu beitragen, dass das, was im Bereich Smart City in Berlin passiert, auch nach außen sichtbar wird. Es ist vor allem das Netzwerk Smart City, die darin verbundenen Unternehmen, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die bisher die Smart City Berlin ausmachen. Die Stadt Berlin ist die Ermöglicherin, aber sie ist keine Frontrunnerin bisher. Und wir haben uns jetzt auf den Weg gemacht, mit den Senatsverwaltungen tatsächlich auch von Seiten der Stadtverwaltung ganz vorne mit dabei zu sein. Wir brauchen dafür Sie, das Ökosystem. Wir müssen zeigen, was wir können. Deshalb freue ich mich so, dass Sie heute mit so einer kleinen Leistungsschau hier bei der Smart Country Convention antreten. Wichtig ist aber, dass wir von der Stadt die Governance bereitstellen, den Rahmen schaffen, damit wir noch mehr von dem ausschöpfen können, was an Potenzial da ist. Ein zweiter Punkt ist mir wichtig. Denken Sie mal daran, Berlin ist keine Insel mehr. Wir leben in der Region Berlin. Das heißt, alles, was wir mit Brandenburg zusammen auf die Beine stellen, ist etwas, was insgesamt hilft. Auch dafür ist die Smart Country Convention der richtige Rahmen. Wir haben uns auf den Weg gemacht. Wir wollen zeigen, was wir können. Sie alle sind eingeladen, uns dabei zu unterstützen. Und jetzt wünsche ich Ihnen und uns eine erfolgreiche Veranstaltung. Dankeschön, dass wir hier präsent sein können. Vielen Dank, Herr Dr. Nägele, für Ihr Grußwort. Und ich freue mich, dass Karin Lassmann, die Projektleiterin für das Modellprojekt Smart City in der Berliner Senatskanzlei, uns noch mal ausführlich schildert, was Berlin dort vorhat. Im letzten Jahr konnten wir Ihnen auf der Smart Country Convention berichten, dass Berlin als ein Modellprojekt Smart City ausgewählt wurde und infolgedessen jetzt eine neue Smart City Strategie schreiben und 5 Pilotprojekte umsetzen wird. Seither ist viel passiert. Wir haben Strukturen aufgebaut, wir haben eine erste große Beteiligungsphase absolviert und wir konnten dem Senat im Sommer dieses Jahres ein erstes Produkt, den sogenannten strategischen Rahmen, vorlegen. Die Grundlage für die finale Strategie, die unter anderem Leitgedanken und Zukunftsperspektiven enthält. Damit haben wir die uns selbst gesetzten Ansprüche bislang alle erfüllen können. Was genau sind aber unsere Ansprüche und was ist eigentlich das Neue daran? Die neue Smart City Strategie wird von und mit der Stadt geschrieben. Das heißt, wir haben einen breiten partizipativen Ansatz. Der so entstandene strategische Rahmen wurde vom Senat beschlossen, ohne dass er textlich verändert wurde. Der Senat hat in einem Beschluss Anmerkungen und Ergänzungswünsche festgehalten, aber nicht den Text als solches umgeschrieben. Wir arbeiten transparent. Nicht nur im Kreis der Beteiligten und Betroffenen zeigen wir, was entsteht und wie die Dinge entstehen. Wir haben einen Wissensspeicher eingerichtet, die sogenannte Notion-Plattform, auf der jeder Interessierte schauen kann, was wir so tun und was die nächsten Schritte sind. Wir haben Strukturen aufgebaut, die nicht der klassischen Arbeitsweise der Verwaltung entsprechen. Es gibt ein Gremium aus Expertinnen und Experten, die den gesamten Prozess der Strategieentstehung mit wichtigen inhaltlichen Impulsen begleiten und ein ähnlich arbeitendes politisches Gremium. Auf der Arbeitsebene gibt es die Leitung, die zentrale Koordination und Steuerung aus der Senatskanzlei. Und daneben arbeitet ein, und das ist das eigentlich innovative, ressortenebenenübergreifendes Team. Diese Personen sind unsere wichtigen Verbindungsleute aus und in die einzelnen Fachressorts und in die Bezirke. Sie sorgen dafür, dass der relevante Input aus den Fachressorts berücksichtigt wird,
dass die richtigen Fachleute eingebunden sind und dass die Idee der neuen Smart City Strategie in die einzelnen Verwaltungen getragen wird. Die Koordination der Beteiligungs- und Schreibprozesse erfolgt wiederum über das CityLab Berlin, unser Relais in die Stadtgesellschaft. Wir beginnen jetzt im Herbst mit der finalen Strategieerarbeitung. Auch in dieser Phase werden die Inhalte partizipativ über vier Stränge erarbeitet. Es wird erstens ein Stadtgremium ins Leben gerufen. Das wird gelost und soll möglichst repräsentativ einen Querschnitt der Berliner Stadtbevölkerung abbilden. Zweitens werden Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Verwaltung unter anderem für dieses Stadtgremium Wissen aufbereiten und Inhalte fachlich überprüfen. Drittens wird die Verwaltung breit beteiligt. In der ersten Beteiligungsphase hatten wir eine große Resonanz bei der Online-Umfrage innerhalb der Verwaltung. Die wollen wir aufgreifen und weiter nutzen. Und darüber hinaus wird es viertens auch in dieser Phase immer wieder Dokumente und Arbeitsstände geben, die der Öffentlichkeit, also allen Berlinerinnen und Berlinern, zur Kommentierung oder auch Priorisierung vorgelegt werden. Ab dem kommenden Jahr, also 2022, beginnen zudem die 5 Pilotprojekte in die Umsetzung zu gehen. Bevor diese beginnen, wird auch hier jeweils eine Beteiligung vorgeschaltet. Um nur 2 exemplarisch zu nennen, eines wird im Bereich Data Governance arbeiten und eines zur agilen Planung grün-blauer Infrastruktur. Auch hier sind wir gespannt auf die Ergebnisse. Wir hoffen auf Ihre Impulse und freuen uns, wenn Sie sich aktiv in das Modellprojekt Smart City einbringen. Gehen Sie dazu gerne auch auf strategie.smart-city-berlin.de. Vielen Dank, Karin. Sie sehen, liebes Publikum, da geht eine ganze Menge in Berlin gerade neu ab. Und wie das Strategische operativ umgesetzt wird, mit welchen Akteuren, mit welchen neuen Instrumenten, das erklärt uns Dr. Niklas Kosso von der Technologiestiftung Berlin, das CityLab als Innovationslabor für die smarte Stadt. Mein Name ist Niklas Kosso, ich bin Projektmanager beim CityLab Berlin. Das CityLab Berlin ist ein Innovationslabor für die Smart City Berlin. Und es ist ein Projekt der Technologiestiftung, gefördert von der Senatskanzlei Berlin. Seit 2019 existiert das CityLab im Gebäude des ehemaligen Flughafen Tempelhofs. Wir denken im CityLab Innovation und Partizipation zusammen. Gemeinsam mit einem wachsenden Netzwerk von Wirtschaft, Zivilgesellschaft, Startups, Wissenschaft und Verwaltung arbeiten wir an Ideen für die Stadt von morgen. Das CityLab vereint dabei Elemente aus Digitalwerkstatt, aus Coworking, Ausstellungsbereich und Veranstaltungsraum zu einem Ort, an dem Digitalisierung als Chance gesehen wird, um Prozesse neu zu denken, um Neues auszuprobieren, um Barrieren abzubauen und um neue Formen gesellschaftlicher Teilhabe zu erproben. Wir sind in den letzten 2 Jahren zu einem wirklich festen Schnittstellenakteur der Digitalisierung in Berlin geworden. Dabei erproben wir den Einsatz agiler Methoden in der Verwaltung. Wir entwerfen bedarfsgerechte Smart City-Lösungen und zwar mit und für BerlinerInnen. Das CityLab stößt dabei urbane Innovationen an und setzt neue Impulse und entwickelt eben auch prototypisch Lösungen für das Gemeinwohl. Wir nehmen dabei an vielen Gesprächen zur Digitalisierung in Berlin teil, organisieren aber auch sehr viele Veranstaltungen selbst und sind auch ein selbstständiger digitaler Innovator. Wir veröffentlichen selbstständig Open-Source-Prototypen, die wir für und mit BürgerInnen entwickeln. Und wir arbeiten an wirklich verschiedenen Themen, von denen ich Ihnen so ein paar jetzt gerade vorstellen kann, anhand der Beispiele von einigen Projekten, mit denen wir arbeiten. Unsere wirklich bekannteste Anwendung ist Gieß den Kiez. Das ist ein beliebtes und auch relativ bekanntes Tool, eine Open-Source-Anwendung zur Koordinierung von Baumbewässerung durch BerlinerInnen. Das wurde in einem ko-kreativen Prozess im CityLab erarbeitet, auch publiziert und inzwischen auch in anderen Städten eingesetzt, wie eben ein Open-Source-Tool das auch sein soll. Wir sind als Akteur wirklich offen für Kooperationen mit verschiedenen Stakeholdern, arbeiten aber auch insbesondere mit der Berliner Verwaltung zusammen. In unseren Projekten in der Verwaltungsmanufaktur und der Prototypenwerkstatt arbeiten wir dabei an der Digitalisierung von Fachverfahren und eben an Innovationsprozessen mit der Berliner Verwaltung. Wir haben dafür auch das Handbuch Öffentliche Gestalten rausgebracht, was moderne Methoden für Innovationsprozesse zusammenfasst und diese bereitstellt. Man kann das Handbuch bei uns bestellen und wir stellen es auch auf unserer Website zur Verfügung. Es soll gerade Verwaltungen dabei helfen, an Innovationsprozessen teilzuhaben und diese auch selbst zu entwickeln.
Ein weiteres Beispiel für eines unserer Projekte ist Digital Vereint. Das ist eine Plattform für die Zivilgesellschaft und soll mit einem Informationsangebot, aber auch mit einem Angebot von digitalen Tools der Zivilgesellschaft helfen, sich im digitalen Raum zurechtzufinden. Wir erproben dabei auch den Betrieb von Open-Source-Lösungen für Videosoftware und für Kollaborationssoftware und stellen diese zur Verfügung. Und wir versuchen dadurch auch, technologische Souveränität von Zivilgesellschaft herzustellen. Ein weiteres Projekt ist Berlin Open Source, was ein Open Source Portal ist, auf dem wir Open Source Projekte sammeln, die von der öffentlichen Verwaltung in Berlin entwickelt, beauftragt oder gefördert werden. Wir wollen dadurch mehr Transparenz in die Berliner IT-Landschaft bringen und die Möglichkeit zur Anwendung von Open Source Projekten auch schaffen. Gerade natürlich in diesem Kontext der Smart Country Convention ist auch unsere Rolle im Smart City Strategieprozess interessant. Denn wir sind als CityLab ein Schnittstellenakteur, um verschiedene Menschen zusammenzubringen. Wir organisieren im Auftrag der Senatskanzlei einen Beteiligungsprozess, der es ermöglichen soll, dass sich viele verschiedene Akteure in Berlin an der Smart City Strategie beteiligen und diese mitschreiben. Kommen Sie gerne mal im CityLab vorbei. Wir haben da auch eine kleine Ausstellung, die man besichtigen kann, wo wir unsere Projekte und ein paar verwandte Projekte vorstellen. Und wir würden uns freuen, Sie da mal durchzuführen. Die Projekte, die ich jetzt hier vorgestellt habe, die finden Sie alle auch auf unserer Website citylabberlin.org und da finden Sie auch noch weitere Projekte, die wir angegangen haben. Wir würden uns freuen, von Ihnen zu hören und sind für Kooperationen immer offen. Herzlichen Dank. Berlin ist bekannt und berühmt für seine quirlige Startup-Szene. Gründer aus aller Welt versuchen hier, ihre Ideen in Realität umzuwandeln und die Vibes in Berlin spürt jeder. Unsere Berliner Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe unterstützt die jungen innovativen Gründer. Und Norbert Herrmann stellt uns vor, was wir an Mapping in Berlin schon erfolgreich betrieben haben, nämlich GovTechs und UrbanTech, alle unsere Startups mal auch wirklich auf den Screen zu bringen. Norbert, du hast das Wort. Danke dir, Beate. Ich bin Norbert Herrmann von der Senatsverwaltung für Wirtschaft, wie du gesagt hast, und wir in Berlin sind total stolz auf die Startups, die in Berlin sind und die wir in Berlin halten wollen. Und Berlin ist ein guter Ort für Startups und in Berlin geben wir Startups, helfen ihnen dabei, erfolgreich zu sein. Wir gucken nach Geld, nach Talenten, nach Infrastruktur, nach Vernetzung, nach Internationalisierung. Wir wissen aber auch, dass die Startups was für uns tun können. Gerade vor kurzem kamen wieder die Leute, ey, sollen wir das nicht mal umdrehen? Wir haben für euch was, damit ihr, damit Berlin, damit unsere Stadt, damit unser Land besser wird. Und das wollen wir. Wir wollen, dass die Startups in Berlin weiter vorankommen und ihre Innovationen voranbringen. Müssen übrigens nicht nur Startups sein. Alle Innovationen, die Berlin als Standort, als Stadt, als Land weiterhelfen, wollen wir gerne einen Schritt weiterbringen und vielleicht noch zwei Schritte weiterbringen. Und wie machen wir das? Wir gucken, wo klappt es denn im Moment noch nicht? Und zusammen mit Bitkom, mit der Senatskanzlei, mit Berlin Partner natürlich, mit der IBB, mit der Industrie- und Handelskammer, haben wir da schon öfter mal zusammengesessen, mit Startups gesprochen und wir haben 4 Stellen gefunden, wo man vielleicht ein bisschen was bewegen kann. 4 Zielgruppen, die wir ansprechen, die Fachstellen in den Landesbetrieben oder in den Senatsverwaltungen, in den Ministerien. Da wollen wir bekannt machen, es gibt andere Anbieter als die, die ihr normal verwendet bei euren Ausschreibungen und so weiter. Dann gibt es natürlich noch die Vergabestellen, die sich an die Vergabegesetzgebung zu halten haben. Da wollen wir gucken, können wir euch weiterbilden und gucken, dass es noch weitere Möglichkeiten bei der Vergabe gibt im gesetzlichen Rahmen, die aber dazu führen, dass Innovationen schneller vorankommen. Die Hausleitung bei uns in der Senatsverwaltung und in der Senatskanzlei und in den wichtigen Häusern, die müssen natürlich ein Backing geben. Gut, dass es die Smart Country Convention gibt. Dort treffen sich die Hausleitungen, die wichtigen Entscheider. Und wichtig sind natürlich auch die Start-ups. Denen müssen wir sagen, in der Verwaltung geht es manchmal nicht so schnell, wie man sich's wünscht. Manchmal aber vielleicht doch. Sehr gut, dass ihr da ein Auge drauf habt, ihr Start-ups. Und passt auf, dass eure Erwartungen erfüllbar sind. Ich bin jetzt heute hier, Beate, um nochmal zu sagen, die Fachstellen, was haben wir da für eine Idee? Wir wollen die Start-ups bekannter machen. Dass die Leute irgendwo gucken können, was gibt es denn für junge Unternehmen, die für mich was bieten können? Und da haben wir ein Tool, das nennt sich
die Startup Map Berlin, startup-map.berlin. Dort listen wir alle Berliner Startups, so gut wir können, zusammen mit dem Anbieter Dealroom. Und innerhalb der um die 4000 Startups machen wir einen Filter rein und zeigen die Startups, die für den Bereich Urban Tech besonders interessant sein können. Urban Tech und Smart City sind natürlich sehr eng verknüpft, die denn für den Bereich Verwaltung und Administration sehr interessant sein können. Und dafür haben wir zwei Landscapes gemacht. Ich zeige die hier mal. Hier, die GovTech Landscape machen wir zusammen mit dem Institut für den öffentlichen Sektor. Die haben sich das angeschaut und haben die dargestellt. Also Leute draußen, die ihr zuhört, ihr sucht ein GovTech, guckt euch die Landscape an, ist sogar für Gesamtdeutschland. Und dann haben wir noch eine Landscape gemacht für Urban Tech Startups. Besonders interessant möglicherweise für Landesbetriebe, aber auch für andere Unternehmen, aber auch für die Administration und Verwaltung. Das könnt ihr euch anschauen, können Sie sich anschauen, um mal einen Blick außerhalb der normalen Vergabe auf neue Innovationen zu haben. Das wollte ich anbieten und zeigen. Das ist wichtig für mich. Jeder kann gerne auf mich zukommen und sagen, hier fehlt noch ein Unternehmen, hier muss noch eins dazu. Ich freue mich, das hier präsentiert zu haben. Startup-map.berlin, gucken Sie gerne rein. Diese Map ist total beeindruckend. Schauen Sie selber gerne mal rein. Vielen Dank, Norbert. Einen davon wollen wir gerne vorstellen. Wir haben uns eingeladen, Max Rudolph, Gründer von Form Follows You. Der präsentiert uns, wie man mithilfe eines digitalen Zwillings im Planen und Simulieren kann, wie Stadtplanung mit neuen digitalen Tools erfolgreich stattfinden kann. Mein Name ist Max Rudolph, ich bin Gründer und Geschäftsführer von Form Follows You und wir sind ein junges Berliner Büro, das sich an der Schnittstelle zwischen räumlicher Planung und digitalen Prozessen befindet. Was bedeutet das konkret? Wir bieten Leistungen und Produkte an, die sich um das zentrale Thema des digitalen Zwillings drehen. Das heißt, wir entwickeln maßgeschneidert mit unseren Kundinnen und Kunden individuelle Werkzeuge Richtung Partizipation und Kommunikation von Planungsvorhaben, der Erörterung, inwieweit Potenziale in der Stadt durch Nachverdichtungsvorhaben ausgeschöpft werden können oder tragen diese Erfahrungen aus der konkreten Konzeption und Entwicklung von Smart City Produkten auch in die Beratung und Strategieerstellung mit kommunalen Partnern, aber auch Unternehmen. Das heißt, wir sind konkret auch Fachgutachter für die Modellprojekte Smart Cities und beraten in dieser Tätigkeit Kommunen und kommunale Verbände bei der Übersetzung ihrer Vorhaben in konkrete Smart City Strategien. Wir entwickeln konkret Produkte und Tools für eine digitale und dynamische Stadtplanung. Das bedeutet, dass wir beispielsweise in Kooperation mit der Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte die Abstandsflächen, die in Berlin gelten, konkret digitalisieren, um in Echtzeit Planungsvorhaben konkret verhandeln zu können, Wohnungspotenziale zu ersichten und die Planungsparameter unmittelbar mit einem Blick gegeneinander abzugleichen und in verschiedenen Varianten darzustellen. Das erlaubt es uns, ganz schnell verschiedene Grundstücke strategisch nebeneinander zu legen, aber eben auch diese Informationen in eine strategische Stadtentwicklungsplanung mit integral einzudenken. Wie hier zu sehen am ULAB-Quartier in Berlin-Mitte, erproben wir diese Tools auch ganz konkret in Stakeholder-Prozessen, komplexen Stakeholder-Prozessen, wo wir komplexe GIS-Daten mit einspielen, wo sind Flächenversiegelungen, wo sind Bäume geplant, wie habe ich die Anlieferung zu regeln, aber eben auch die Auswirkungen und Einflüsse hinsichtlich Belichtung, hinsichtlich Schallemissionen, alles, was im urbanen Kontext zusammenkommt, transportieren wir innerhalb eines digitalen Zwillings und schaffen dann allerdings auch die Brücke in die immersive Bürgerinnenkommunikation. Das bedeutet, der digitale Zwilling ist für uns nicht nur ein Instrument, um
von Experte zu sprechen, sondern eben auch die unmittelbare Schnittstelle rein in die Bürgerinnenbeteiligung zu finden. Die Partizipation ist ein immer wichtigeres Element in der Stadtplanung und das wollen wir mithilfe des digitalen Zwillings noch verständlicher, noch immersiver gestalten, ohne die Faktenlage aus dem Blick zu verlieren. Das heißt, dass unsere digitalen Zwillinge, unsere Planungsmodelle auf konkreten Planungsdaten basieren. Wir beziehen die Flurstücke mit ein, wir haben die konkreten Gebäudehöhen und Gebäudedaten. Wir können die Projekte projektspezifisch ausgestalten, sei es jetzt mit Daten von Verkehrsplanern etc. All das vereinen wir innerhalb einem zentralen Modell und machen diese Daten ganz ortsunabhängig und geräteunabhängig übers Web verfügbar für die Bürgerinnen und Bürger in der jeweiligen Veranstaltung, in dem jeweiligen Format im Beteiligungsprozess. Also Sie sehen jetzt hier, dass einerseits diese Tools sozusagen im Web dargestellt werden können als Werkzeuge, die ortsunabhängig eingesetzt werden können, aber eben auch auf großen, komplexen Planungstischen als Werkzeuge zwischen Bürgerinnen und Stakeholdern, als Interaktionswerkzeuge, um Stadtplanung, Stadtdaten ganz neu zu denken, ganz neu auch für die Verwaltung und Verhandlungen von komplexen Fragestellungen einzusetzen. Ich würde mich freuen, mit Ihnen in den Austausch zu kommen. Wir sind offen für neue Ideen kommen Sie gerne auf uns zu. Wir haben den Messe-Slot digital und freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme. Vielen Dank. Nicht nur unsere Gründerszene ist aktiv im Innovieren und Lösungen entwickeln für Berlin. Auch unsere Infrastrukturbetriebe, egal ob kommunal oder privat organisiert, haben ein Lab gegründet und versuchen dort neue Innovationen zu testen und entsprechend auf ihre Unternehmen zu übertragen. Das InfraLab Berlin ist wirklich wegweisend für die Zusammenarbeit von Privatwirtschaft mit Kommunalwirtschaft und gibt vielen Gründern die Chance, ihre Ideen auch im komplexen Ökosystem von Infrastrukturbetrieben auszuprobieren. Birgit Karland erzählt uns, wie das InfraLab funktioniert und was für Projekte ihr dort durchführt. Birgit, du hast das Wort. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite zur Smart Country Convention 2021 hier in digitaler Form. Herzlich willkommen. Mein Name ist Birgit Karland und ich möchte euch heute das InfraLab vorstellen. Ich bin seit 2019 im InfraLab in Vereinsverstand und ich stehe hier für alle, die sich im InfraLab engagieren. Was ist das InfraLab? Das InfraLab ist ein Innovationsraum der Berliner Infrastrukturunternehmen. Ihr könnt hier unten die einzelnen Partner sehen. Das ist die BVG, die BSR, die Berliner Wasserbetriebe, die GASAG, die Stromnetz Berlin und die Vattenfall Wärme Berlin. Ich arbeite bei der Vattenfall Wärme Berlin und die Vattenfall Wärme Berlin ist seit Anbeginn hier im InfraLab auch tätig. Ja, womit beschäftigen wir uns im InfraLab? Natürlich in den Bereichen, wo wir viel Erfahrung mitbringen. Jahrzehntelange Erfahrung im Bereich der Infrastrukturthemen, in den Kernbereichen Energie, Mobilität, Wasser und Entsorgung. Hier arbeiten wir in unterschiedlichen Projekten, zum Beispiel an Themen im Bereich Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Digitalisierung, aber auch im Bereich der Klimabildung und auch der Resilienzverbesserung innerhalb der Stadt Berlin. Das Wimmelbild, was ihr hier seht, das soll so ein bisschen für die Schnittstellen stehen, wo wir auch in der Stadt unterschiedlich unterwegs sind. Und gerade an diesen Schnittstellen und Überlappungen und Sektorkopplungen wollen wir im InfraLab zusammenarbeiten, um ein smartes Berlin zu schaffen. Wie wollen wir daran arbeiten? Zum einen sind wir natürlich ein Innovationsnetzwerk. Das heißt, wir verknüpfen uns auf der Arbeitsebene durch unterschiedliche Formate. Hier haben wir Expertenkreise gegründet, wo wir an Themen arbeiten wie Klimaneutralitätsfahrt oder der Expertenkreis Shared Data oder der Expertenkreis Innovationsmanagement. Uns ist es auch ganz wichtig, neue Themen uns anzuschauen, zum Beispiel agiles Arbeiten oder New Way of Working. Neben der Vernetzung untereinander ist uns aber auch ganz wichtig, dass wir Partner der Stadt sind. Also wir sehen uns auch als Ansprechpartner für die Zukunftsthemen der Stadt, denn wir wollen mit dem InfraLab die smarten Prozesse in Berlin begleiten, mit unserer langjährigen Erfahrung. Und hier sehen wir die Partner in der Stadt, zum Beispiel im Wissenschaftsbereich, aber natürlich auch bei anderen Unternehmungen und natürlich auch bei der Berliner Verwaltung.
Daneben wollen wir auch Werkstatt sein, das heißt, wir haben auch eigene Räumlichkeiten im Engelnest, im Naumannpark, wo wir zusammenarbeiten wollen. Das heißt, raus aus unseren angestammten Arbeitsplätzen, rein in die Werkstatt. Und hier arbeiten wir dann an den Projekten und an den einzelnen Innovationsthemen. Wir sind aber auch Diskussionsforum für die lebenswerte Stadt. Das heißt, wir haben unterschiedliche öffentliche Formate, wo wir gemeinsam mit anderen Partnern zusammenarbeiten. Ein Beispiel wäre hier das BIS Breakfast. Hier arbeiten wir mit anderen Startups und auch Labs zusammen, um eben an neuen Ideen und Dienstleistungen und Produkten für eine Smart City Berlin zusammenzuarbeiten. Ein neues Format ist Better Share. Hier arbeiten wir mit anderen Städten zusammen, um auch metropolübergreifend einen guten Überblick über die Projekte im Smart City-Bereich zu haben. Es wären hier die Städte München zu nennen, aber auch Leipzig und Köln, mit denen wir hier im Austausch sind. Ich habe euch ja schon erzählt, wir arbeiten in verschiedenen Projekten zusammen. In Summe sind es aktuell 10 Projekte und ich habe hier mal ein Projekt rausgenommen. Das ist das Projekt Smarte Schule. Warum gerade dieses Projekt? Dieses Projekt ist im Smart City Kontext entstanden innerhalb eines Strategiedialoges und hier haben wir dieses Projekt entwickelt und auch aufgesetzt. Das Projekt wurde von der Senatskanzlei finanziert und in diesem Jahr hatten wir die Möglichkeit, gemeinsam mit der Berliner Energieagentur die Lernwerkstatt der Zukunft aufzubauen. Hier haben wir zusammen mit einer Schule gearbeitet, der Brillat-Savarin-Schule in Weißensee, und haben in unterschiedlichen Workshops dann gemeinsam Piloten entwickelt, um eine Schule smarter, digitaler und lebenswerter zu gestalten. Wir haben uns hier alle Handlungsfelder angeschaut, die IT-Schulausstattung, die Gebäudehülle, die Energieversorgung, das Lernkonzept und natürlich auch das Schulumfeld der Stadt. Daraus sind verschiedene Pilotprojekte entstanden, die seht ihr hier auf der rechten Seite, die eben innovative Lernorte schaffen sollen, aber auch für mehr Klimaschutz und auch für mehr Nachhaltigkeit an der Schule sorgen sollen. Wir suchen hier noch nach weiteren Fördermöglichkeiten, um hier auch weiter in die Umsetzung zu gehen. Daher, wenn ihr Interesse habt, hier mit uns zusammenzuarbeiten, meldet euch gerne. Und was mir sehr wichtig ist, ist nochmal zu sagen, das InfraLab ist offen für weitere Partner. Deshalb sprecht mich gerne an. Ihr seht hier meine Kontaktdaten, aber gerne auch das InfraLab direkt ansprechen. Ihr seht auch die Kontaktdaten vom InfraLab direkt. Ja, herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit und ich freue mich auf die weiteren Kontakte mit euch. Vielen Dank, Birgit. Ganz spannend. Aber es passiert noch mehr in der Zusammenarbeit zwischen Startups und Stadt. Ein nächstes Beispiel ist unsere GEWOBAG AG, eine Wohnungsbaugesellschaft in landeseigener Hand. Und Nina Kairis wird uns berichten, wie innovativ auch ein Wohnungsbauunternehmen sein kann in der Zusammenarbeit mit Startups, mit Innovatoren. Ich habe gehört, ihr macht gerade einen Startup-Wettbewerb, einen Innovationspreis, der gerade läuft. Aber das ist mit Sicherheit nicht alles. Erzähl uns mehr. Mein Name ist Nina Kairis und ich arbeite im Business Development bei der GEWOBAG, einem kommunalen Wohnungsbauunternehmen in Berlin. Und obwohl wir kommunal sind, sind wir doch ein recht innovatives Unternehmen. So haben wir dieses Jahr zum Beispiel das Innovations- und Startup-Programm gegründet, was ich Ihnen kurz einmal vorstellen möchte. Das Ganze rührte daher, dass wir intern gemerkt haben, dass gerade in Bezug auf Digitalisierung noch sehr viele Möglichkeiten bestehen, zum Beispiel effizientere Prozesse zu gestalten oder neue Produkte anzubieten. Zudem haben wir gemerkt, dass disruptive Innovationen und gerade die agilen Arbeitsweisen eher aus Startups herauskommen. Und deswegen möchten wir gerne in einer engen Zusammenarbeit mit den Startups diese Innovationspotenziale ausschöpfen. Das Programm hat 5 hauptsächliche Ziele, die es verfolgt. Zum einen natürlich die Innovationskraft der gesamten Organisation zu stärken und einhergehend damit durch gute, durchdachte Businessmodelle auch einen wirtschaftlichen Nutzen für die GEWOBAG dort rauszuziehen. Des Weiteren wollen wir relevante Innovationen identifizieren und auch passende Partner finden, mit denen wir gerne die Innovation umsetzen möchten. Des Weiteren möchten wir die Zusammenarbeit zwischen den Startups und der GEWOBAG verbessern, indem wir ihnen klare Strukturen für die Zusammenarbeit im Rahmen des Innovations- und Startup-Programms geben und ihnen auch klare Ansprechpartner zur Verfügung stellen. Daher möchten wir uns als GEWOBAG als besten Partner in der Immobilienwirtschaft für die Startup-Community positionieren. Zum einen schauen wir in unser Kerngeschäft hinein, schauen, was sind die Wünsche und Bedürfnisse. Zum anderen schauen wir aber auch
nach außen auf den Markt und suchen neue Geschäftsfelder, neue Produkte und Dienstleistungen, die wir nicht nur unseren Stammkunden anbieten wollen, sondern auch neuen Kundengruppen. Daraus möchten wir natürlich auch Lerneffekte für uns als Organisation ziehen durch die agilen Arbeitsweisen und neuen Methoden, die die Startups mitbringen. So ein Programm hat natürlich viele Stakeholder, vor allem natürlich die Gewobag-Mieter und Mitarbeiter, aber auch das Land Berlin, da wir als strategischer Partner für die Unterstützung der Startup-Förderung zur Seite stehen. Des Weiteren sind es natürlich die Startups an sich als Stakeholder. So ein Programm ist ja immer ein Geben-Unternehmen und sie kommen mit innovativen Ideen zu uns und wir sorgen dafür, dass wir die guten Ideen noch weiter verbessern können. Sie kriegen Workshops, Schulungen, aber auch viele Netzwerkmöglichkeiten und am Ende natürlich auch die Möglichkeit, mit uns als großes Wohnungsunternehmen einen Kunden zu gewinnen. Das Programm hat 5 Bausteine. Das erste ist die interne jährliche Bedarfsanalyse, die wir durchführen. Da fragen wir die einzelnen Bereiche und Abteilungen, wo sie gerade stehen, wo sie gerne hin möchten, ob sie vielleicht schon Lösungen am Markt gesehen haben, die sie auch gerne integrieren würden. Andererseits definieren wir aber auch Suchfelder, wo wir denken, ja, das sind Innovationstrends, die passen zu uns, die sehen wir als zukunftsträchtig an, da möchten wir noch tiefer einsteigen. Des Weiteren betreiben wir ein aktives Innovationsscouting, um frühzeitig zu identifizieren, welche neuen Lösungen auf den Markt kommen, um diese frühzeitig auch umsetzen zu können. Des Weiteren haben wir in der Planung 1 bis maximal 2 Innovationswettbewerbe pro Jahr durchzuführen. Der erste hat dieses Jahr im August gestartet zum Thema Energiedatenmanagement. Dort haben wir eine so große Resonanz bekommen, was uns sehr gefreut hat von den Bewerbungen. Momentan befinden wir uns da noch in der Ausarbeitungsphase. Und wenn Sie wissen möchten, wer den ersten Innovationspreis der Gewobag gewinnt, können Sie gerne am 25.11. sich live zum Finale dazuschalten. Wir übertragen das Ganze live. Sie können sich bei Eventbrite jetzt schon kostenlos Ihre Tickets suchen. Sie können sich jetzt schon kostenlos Ihre Tickets auf Eventbrite buchen. Geben Sie einfach Gewobag Innovationspreis ein, dann werden Sie das Event finden. Des Weiteren haben wir die Gewobag Idee gegründet. Die Gewobag Idee ist dafür da, Investments in Startups zu tätigen, wird aber auch gleichzeitig als Inkubator für neue Geschäftsfelder genutzt, die im Rahmen des Innovations- und Startup-Programms identifiziert werden. Der letzte Baustein dreht sich um Veranstaltungen, die wir regelmäßig durchführen werden. Natürlich nicht nur mit Startups, sondern auch mit anderen Branchenteilnehmern. Und wir hoffen, den einen oder anderen von Ihnen dort sehen zu werden. Vielen Dank. Wie funktioniert Smart City, also ressortübergreifendes Arbeiten, in der Hochschullandschaft? Professor Thomas Schwarzer von der Hochschule für Technik und Wirtschaft, kurz HTW, erzählt uns, wie das Smart Sustainable City Forschungscluster organisiert ist und wie interdisziplinär Forschende, Lehrende an der HTW in Berlin zum Themenfeld Smart Sustainable City zusammenarbeiten. Ja, mein Name ist Thomas Schwurzer, ich bin Professor für Informatik in der HTW in Berlin und bin natürlich sehr, sehr glücklich, dass wir auf der Smart Country Convention mit dabei sein können. Ich meine, Smart City ist ein Thema schon seit vielen, vielen Jahren und beschäftigt uns natürlich auch. Es hat natürlich viele Facetten, Smart, also in der Mobilität bedeutet das, welches Fahrzeug benutzt man eigentlich, wofür. In der Energiewirtschaft bedeutet das, wo produziert man Energie, wo verbraucht man die dann oder wo kann man die dann zwischenzeitlich speichern. Was man feststellt, ist, dass Smart City natürlich immer interdisziplinäre Projekte sind, die wir da machen. Also wenn man meinetwegen die Mobilität ändert, ändert das was an den Arbeitsabläufen. Was wiederum auch ganz schön sein kann, wie wir in der Pandemie gesehen haben. In der HTW haben wir dankenswerterweise eine ganze Reihe von Expertise zu all diesen Themen da. Also wir haben 5 Fachbereiche. Ich nenne ein paar Beispiele. Kunst und Design, Logistik, Informatik, Architektur, Facility Management. Manche beschäftigen sich mit autonomem Fahren. Das ist ganz wunderbar. Und deshalb haben sich im Sommer ein paar von uns zusammengesetzt und haben ein Forschungscluster gegründet, das Forschungscluster Sustainable Smart City. Warum haben wir das gemacht? Nicht, weil wir zu wenige Projekte haben, sondern weil wir uns mal wünschen, dass die Projektergebnisse nicht nur nach draußen gehen, sondern einfach auch bei uns bleiben auf dem Campus direkt. Warum? Naja, vielleicht mal diese Projekte gegebenenfalls mal weiterentwickeln kann und wir unsere Studierenden in der interdisziplinären Lehre auch daran arbeiten lassen.
Ja, und unser Campus gibt auch eine ganze Menge her. Wir haben zum Beispiel eine eigene LTE-Zelle, also Telefonica hat uns mal eine Frequenz geschenkt, das finden wir total nett. Wir haben das ehemalige Feuerwehr-Deitfahrzeug der Berliner Feuerwehr bei uns. Wir haben diverse Werkstätten, wir haben ein eigenes Kraftwerk, wir haben sogar einen Urban Garden an der Spree, wo wir Permakultur betreiben und wo wir auch ab und an mal ein paar Sensoren reingestopft haben. Wir haben ein eigenes Windrad. Unser Campus in der Wilhelminenhofstraße ist mehrere Hektar groß. Wir haben hunderte von Räumen, Häuser, diverse Straßen und unser Verständnis ist, diesen Campus mal als Reallabor zu verstehen für die Smart City. Und tatsächlich ist der Campus auch eine kleine Stadt. Und das Schöne ist, auf dieser kleinen Stadt leben etwa 14.000 Studierende mit ein paar hundert ProfessorInnen. Und was wir uns wünschen und erhoffen, ist, dass wir unsere existierenden Partner, die wir bereits haben, doch verstärkt auf unseren Campus bringen können, nicht nur aus der Wirtschaft, sondern vielleicht auch Leute aus der Zivilgesellschaft, um zusammen an Projekten zu arbeiten. Und wir erhoffen uns und denken auch, dass wir da eine Win-Win-Situation herstellen können, weil ich meine, unsere Absolventinnen suchen natürlich irgendwann mal einen Job, Unternehmen suchen einen Nachwuchs oder vielleicht gibt es auch irgendwelche Leute aus der Zivilgesellschaft, beispielhaft meinetwegen Leute aus dem Open-Source-Bereich, die mal wieder ein paar Leute brauchen, die mitmachen wollen oder die vielleicht einfach auch nur mal eine Werkstatt brauchen, wo es einen 3D-Drucker gibt, den die mal benutzen dürfen. Das ist unsere Idee, das ist unsere Vision, an der wir arbeiten, den Campus zu einem Reallabor machen, öffnen für andere, für Interessierte, die mit uns zusammen eben an Technologien und Verfahren arbeiten wollen, um unsere Städte und das ganze Land smarter und ökologischer zu machen. Ja, und darauf freuen wir uns sehr. Mobilität kam noch gar nicht vor. Mobilität in Quartieren, das bewegt uns alle. Wie bekommen wir nachhaltige Lösungen in unsere Quartiere? Dazu berichtet Daniel Bussin, mein Kollege von der Berliner Agentur für Elektromobilität, kurz der EMO, was genau an Projekten und Lösungen auf der Schiene läuft. Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Daniel Bussin. Ich bin Projektmanager Innovation bei der Berliner Agentur für Elektromobilität. Und ich freue mich, Ihnen heute unsere Lösungsansätze für nachhaltige Quartiersentwicklung vorstellen zu dürfen. Aber zunächst möchte ich erstmal über die EMO sprechen. Die EMO ist eine Landesagentur und gefördert ist diese durch die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe. Organisatorisch angehängt sind wir bei Berlin Partner. Das ist die Wirtschaftsförderung von Berlin. Wir haben auch ein eigenes Unternehmensnetzwerk aus aktuell 58 Partnern und Institutionen und wir arbeiten mit diesen zusammen, um nachhaltige Mobilitätsthemen in Berlin voranzutreiben. Unsere Partner unterstützen uns auch finanziell. 30% unserer Förderung erhalten wir durch unser Netzwerk und die restlichen 70% durch die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe. Klassischerweise arbeitet die EMO an Innovationsthemen im Bereich Elektromobilität. Doch mit dem aktuellen Markthochlauf und der zunehmenden Anzahl an Elektrofahrzeugen bei uns auf den Straßen widmen wir uns auch der Skalierung von marktgerechten Lösungen in diesem Bereich. Die EMO hat drei übergeordnete Themenbereiche, an denen sie arbeitet. Das erste ist die Multimodalität. Dort hat sie im Innovationsbereich intelligente Verkehrssysteme. Und im Skalierungsbereich das betriebliche Mobilitätsmanagement, für das wir auch eine eigene Veranstaltungsreihe aktuell durchführen. Das zweite Thema ist nachhaltiger Wirtschaftsverkehr. Dort gibt es den Innovationsbereich nachhaltige City-Logistik und im Skalierungsbereich die Elektrifizierung des Wirtschaftsverkehrs. Bei der Energiewende im Verkehr, das ist der dritte Bereich, in dem auch ich aktiv arbeite, steht im Innovationsbereich die Sektorenkopplung im Vordergrund. Und in der Skalierung bedarfsgerechter Ausbau der Ladeinfrastruktur. Jetzt möchte ich auf den letzten Punkt mal genauer zu sprechen kommen. Beim bedarfsgerechten Ausbau der Ladeinfrastruktur fokussieren wir uns auf die Ladeinfrastruktur im privaten, nicht öffentlich zugänglichen und privaten, öffentlich zugänglichen Bereich. Hier haben wir einen Fokus auf drei Zielgruppen. Die erste Zielgruppe sind die Unternehmen, also das Laden am Arbeitsplatz, die klassische Ladeinfrastruktur für Mitarbeiter, für Kunden und für das eigene Flottenladen. Die zweite Zielgruppe sind die sogenannten Points of Interest. Das ist die Ladeinfrastruktur an einem Supermarktparkplatz, dort wo die
Kunden laden können, während sie ihren Einkauf tätigen. Und die dritte Zielgruppe ist das Laden zu Hause. Das sind klassischerweise Mehrfamilienhäuser, in denen die Mieter laden können oder auch Dritte. Die EMO ist auch eine Anlaufstelle für alle diejenigen, die sich für die Schaffung von Ladeinfrastruktur interessieren. Aktuell spreche ich zum Beispiel mit vielen Unternehmen, die eigene Immobilien und gewerbliche Mieter haben und im Rahmen dieser Immobilien jetzt für diese Mieter und deren Kunden zum Beispiel Ladeinfrastruktur schaffen wollen. Wir sind auch eine Lotsenstelle. Im Rahmen der Lotsenstelle vermitteln wir den interessierten Unternehmen, die Ladeinfrastruktur schaffen wollen, auch entsprechende Anbieter, die die richtigen Ladeinfrastrukturlösungen auch haben. Doch wie genau können wir von der EMO Sie jetzt dabei unterstützen, nachhaltige Lösungen bei Ihnen in den Quartieren zu schaffen? Also wenn Sie Gewerbe- oder Wohnquartiere haben, dann können wir Sie im Bereich Ladeinfrastruktur unterstützen. Das hatte ich jetzt eingehend skizziert. Konkret können wir Sie bei den folgenden Fragestellungen dann nochmal unterstützen. Also welche Art von Ladeinfrastruktur ist an einem gewissen Standort machbar? Wie verhält es sich mit der Wirtschaftlichkeit? Welche Fördermöglichkeiten gibt es? Welche Betreibermodelle sind sinnvoll? Und natürlich können wir Sie auch, wie schon gesagt, mit geeigneten Ladeinfrastrukturanbietern vermitteln. Das zweite Thema ist das Thema der Micro-Depots. Was suchen wir konkret? Wir suchen Standorte zwischen 100 bis 500 Quadratmetern, die eine Lkw-Zufahrtsmöglichkeit bedarfen und auch möglichst wettergeschützt sind. Das können Bestandsgebäude sein, aber auch gerne auch Parkplätze, bei denen Containermodule aufgestellt werden. Also wenn Sie sich für die Schaffung von Ladeinfrastruktur oder Mikrodepots in Ihrem Quartier interessieren, dann wenden Sie sich gerne an uns. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen. Danke, Daniel. Und nun kommt Rolf Minkus von der Mierendorf-Insel, einem Quartier im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf. Ganz spannend, was da gerade passiert. Ein echtes Testfeld auf dem Mierendorfplatz. Rolf, erzähl uns über Miri Mobil. Oh Mann, wo ist denn hier? Ja, ja, okay. So. Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Rolf Minkus, geschäftsführender Gesellschafter der Firma Inselprojekt Berlin. Und ich bin heute hier, um Ihnen das Projekt Miri Mobil auf der Mierendorfinsel vorzustellen. Ich möchte Ihnen Frau Dr. Wendorf auch noch mit vorstellen als Begleitung, die Leiterin des Zentrum Technik und Gesellschaft der TU Berlin. Ja, willkommen. Ja, weshalb wir hier sind, auf dem Mierendorfplatz haben wir für das Bezirk St. Charlottenburg-Wilmersdorf eine Mobilitätsstation errichtet. Der Mierendorfplatz ist hier zu sehen, die Mobilitätsstation noch nicht. Das ist im Prinzip nur eine Vorstellung davon. So, wie es da aussieht, zeigen wir Ihnen gerne. Es ist die erste anbieteroffene Mobilitätsstation. Deine Flotte 21 ist jetzt ein weiteres Projekt, was wir machen. Da geht es darum, dass man mal für einen Monat sein Auto stehen lässt und dafür ganz viele Gutscheine von Mobilitätsanbietern bekommt, die hier in Berlin aktiv sind. Und was halt besonders wichtig ist, das sieht man nämlich hier, dieses Motiv ist halt auf dem Mierendorfplatz von unserer Mobilitätsstation gemacht worden. Ja, das heißt, man kann dort an einem Yelbi-Punkt sämtliche Formen der Kleinstmobilität ausprobieren, nämlich E-Tretroller, Lastenfahrrad-Sharing, Fahrrad-Sharing und E-Scooter-Sharing. Was haben wir noch? Wir haben 13 Free-Floating und stationäre Carsharing-Plätze. Wir haben einen Behindertenparkplatz, einen Lastenfahrradparkplatz und einen Seekontainer, der als Mikrodepot dient und daran angeschlossen eine Paketstation.
Ja, vielleicht zu dem Rahmen, den wir gespannt haben. Dieses Projekt Miri Mobil bezeichnet eben diesen Mobilitätspunkt am Mierendorfplatz. Und wichtig ist, das ist für uns ein Ankerpunkt, um eine Transformation einzuleiten, um mit Bewohnerinnen und Bewohnern ins Gespräch zu kommen, die diese Angebote vor der Tür nutzen können, das vielleicht mehr oder weniger gut finden und um mit ihnen über Entwicklungen zu sprechen, wie es sich in der Zukunft auf dem Mierendorfplatz und rundherum gestalten kann. Wir haben dafür die gesamte Mierendorf-Insel analysiert und haben dort ein Transformationskonzept entwickelt als Wissenschaft mit verschiedenen Elementen der Mobilität, die ich mal kurz hier einblende. Natürlich kann man die jetzt in dieser Detailliertheit nicht wahrnehmen, aber die Überlegung ist, dass wir auf dieser Mierendorf-Insel verschiedenste Angebote mit den Anwohnerinnen und Anwohnern diskutieren und ihnen einige davon schon direkt vor die Haustür setzen. Und daran knüpfen sich dann natürlich auch Diskurse, die teilweise auch kontrovers sind, weil eben nicht jeder mit einer Veränderung einverstanden ist und sich vielleicht einfach den aktuellen Zustand bewahrt wünscht. Aber das sind wichtige Diskussionsprozesse, die wir mit den Anwohnerinnen und Anwohnern führen. Apropos Veränderungsdruck, auf der Mierendorf-Insel können wir praktisch exemplarisch zu dem, was in ganz Berlin passiert, als Testfeld agieren. Das heißt zum Beispiel, Nachverdichtung, was in Berlin ein ganz großes Thema ist, findet hier statt. Dort wird ein Wohnquartier entstehen mit über 1000 Wohnungen vermutlich. Das wird sich sozusagen halt insgesamt auf die gesamte Mierendorf-Insel auswirken in Bezug auf Verkehr, auf das Thema Gewerbe etc. und auch Mieten im schlimmsten Fall. Und das versuchen wir jetzt praktisch in dieses Konzept zu integrieren oder haben wir integriert und versuchen in den nächsten 10 Jahren dieses Transformationskonzept sukzessive umzusetzen. Wir haben dafür eben verschiedene Veranstaltungen mit Anwohnerinnen und Anwohnern gemacht, auch sehr kontrovers diskutiert und geben ihnen aber die Möglichkeit, vor ihrer eigenen Haustür einiges auszuprobieren und damit auch ihre eigene Mobilität vielleicht anders zu erleben. Und in den Diskussionsveranstaltungen sind wir auch wirklich dabei, ihnen eine mögliche Zukunftsperspektive erfahrbar zu machen und mit ihnen darüber ins Gespräch zu kommen, was sich verändern kann, was sie sich selber vielleicht wünschen, was sie vielleicht auch bereit sind zu verändern oder was vielleicht sogar auch einen Vorteil für sie darstellen könnte. Genau, also bis 2029 soll hier zum Beispiel die Tram von der Turmstraße bis zur Jungfernheide geführt werden. Ja, allein das wird schon eine ganze Menge verändern und wir sind diejenigen, die letzten Endes alle herzlich einladen, dort bei uns auf der Mierendorf-Insel sich zu beteiligen und eben halt ihre Impulse mit einzufügen. Das heißt, wir haben hier hinterlegt noch ein Befragungstool, was ermöglicht, alle diese Punkte, die hier aufgeführt sind, vom Kiezblock über das Thema Tramstation am Mierendorfplatz, autonome U-Bahn und so weiter, mit einzubringen und sich dort eben halt auch noch eigene Ideen unterzubringen. Das Ganze bettet sich ein in ein längerjähriges Projekt Neue Mobilität Berlin, wo wir versuchen, von den Nachfragern her zu denken und wirklich zu gucken, wie kann sich Mobilität so verändern, wie wir es alle brauchen und trotzdem soll es eben in das Bedürfnisfeld der Anwohnerinnen und Anwohner passen. Und Feuerwerk Nummer 10 kommt schon, Sie haben es gleich geschafft. Jetzt kommt nochmal unser Leuchtturmquartier. Die Urban Tech Republic und das Schumacher-Quartier, unsere smarten Quartiere der Zukunft, werden natürlich nicht nur als Quartiere gebaut, sondern darunter liegt auch noch eine Datenplattform, der Future Hub. Die Tegel Projekt GmbH als landeseigene Projektentwicklungsgesellschaft entwickelt hier nicht nur neue Maßstäbe für Quartiere, sondern natürlich auch die entsprechenden Datenplattformen, mit denen Quartiere, Akteure im Quartier auch intelligent gesteuert und verbunden werden können. Dr. Stefan Höfgen von der Tegel Projekt GmbH, was passiert bei dem Future Hub und in Tegel? Danke, Beate. Schönen guten Tag. Mein Name ist Stefan und ich bin für den Future Hub verantwortlich, das Kompetenzzentrum für Digitalisierung und urbane Daten bei der Tegel Projekt GmbH. Und ich möchte darstellen, wie wir die Datenplattform für eine smarte Quartiersentwicklung gerade aufsetzen und ins Laufen bringen. Wir möchten bei der Tegel Projekt GmbH aus dem alten Flughafen Tegel, der Ihnen bekannt ist, dem Airport,
einen Zukunftsort machen. Wir möchten hier ein neues Quartier gestalten, das eben in seiner Ausdehnung 500 Hektar umfasst, das einen Campus haben wird, das ist so die Urban Tech Republic, das ist der Bereich, wo es genau darum geht, Gewerbe, Industrie anzusiedeln und eben auch Forschungsinstitutionen dort zu haben. Das heißt, da ein Konglomerat für 20.000 Arbeitsplätze, die dort entstehen werden. Und im Osten befindet sich das Schumacher Quartier, dort werden 6.000 Wohnungen entstehen für 10.000 Personen. Und all diese Entwicklungen zusammen sind eben ein Weg für eine grüne, gerechte und auch produktive Stadt, an der wir intensiv arbeiten. Und das gilt natürlich für Bewohner, für die Menschen, die dort wohnen, für die Industrie, Gewerbe, Forschungseinrichtungen, aber eben auch Besucher möchten wir einen qualitativen Standort entwickeln. Und woran wir eben glauben, ist, dass wir dafür Digitalisierung notwendig ist, also ein digitaler Layer, der sich über das Gesamtquartier legt und damit dann Innovationsvorteile auch schafft. Wenn die Stadt von morgen wird eben mit Daten gestaltet oder baut auf Daten auf. Und der Future Hub, da möchte ich jetzt sozusagen einen Teil von vorstellen, wo wir gerade dran arbeiten, neben vielen anderen Prozessen, wie zum Beispiel auch Data Governance oder eben auch IoT-Anbindungen, ist, dass wir sozusagen ein Kernstück bauen, die Datenplattform. Und da möchten wir verschiedenste Daten aus dem Bereich zusammenführen und eben analysieren, visualisieren und Wert setzen. Das ist eine urbane Datenplattform, mit der wir mehr Werte schaffen wollen für die Menschen vor Ort und eben auch die Planungsprozesse optimieren. Und ein Beispiel habe ich Ihnen mitgebracht, das ist so der erste Blick, den wir jetzt haben, ist ein interaktives Datenportal, das basiert auf dem Open-Source-Tool des Masterportals, das auch in Hamburg entwickelt wurde. Und hier möchten wir alle möglichen Fachdaten bereitstellen, das sind Geodaten, die wir dort sehen können. Aktuell noch ein internes Portal, das wird zukünftig auch geöffnet werden, damit wir den Prozessfortschritt im Quartier präsentieren können. Und mit dieser Plattform, die Echtzeitdaten verarbeiten kann, die eben auch Geodaten verarbeiten kann, möchten wir sozusagen diesen Data Hub und einen Datenmarktplatz realisieren. Die Plattform ist jetzt Open Source gestellt, das heißt, sie kann von jedem repliziert werden, kann nachgenutzt werden und wir hoffen uns dazu oder davon dann natürlich gemeinsame Entwicklung, aber eben auch Erfahrungsaustausch. Der Wunsch ist, dass hier sozusagen eine Community entsteht, die gemeinsam mit uns diese Plattform voranbringt, neue Anwendungen realisiert und eben eine Smart City Lösung für so ein Quartier, wie wir es haben, eben nutzbar macht und eben auch woanders hin repliziert nachnutzt. Also da freuen wir uns auf Interesse und Mitarbeit oder Austausch. Genau, und wenn wir diese Plattform, wie sie jetzt da ist, weiter nutzen, dann ist natürlich die Idee, dass wir Daten aus den verschiedensten Systemen, die auf dem Gelände sich befinden, dann eben auch dort zusammengeführt werden, dass wir diese Daten, wie ich es vorher gesagt habe, zusammenführen, analysieren können und einen Mehrwert daraus ziehen können, dass sie eben kombiniert werden. Und das betrifft einerseits unser Energiekonzept, das wir dort haben, wo verschiedenste Systeme laufen, wie zum Beispiel Abwärmesysteme, Geothermieanlagen, aber eben auch Photovoltaikinformationen. Und all diese Daten sind eben dann gebündelt, werden so weit wie möglich auch zusammengeführt und genutzt. Eine andere Herausforderung, wo wir auch die Datenplattform als eine Schnittstelle sehen, ist eben, dass wir unsere bestehenden Gebäude, die ja auch denkmalgeschützt sind, natürlich jetzt in die Zukunft bringen müssen. Es geht also darum, aus dem Bestand aufzuwerten, für die Zukunft vorzubereiten. Und wenn wir da technische Systeme haben, die eben angebunden werden können oder die Daten produzieren, die wir nutzen können, dann sollen die auch in diese Plattform hineinlaufen. Das heißt also auch hier Daten zusammenbringen, in Wert setzen und nutzbar machen. Und neben der GLT, also der Gebäudeleittechnik in den Gebäuden selber, haben wir natürlich auch Anwendungsfälle, wie zum Beispiel eine intelligente Straßenbeleuchtung, das heißt ein Laternenmast, in dem wir Sensoren haben werden, wo wir auch Informationen über die Umwelt zusammentragen werden, die wir dann wieder an andere Akteure weitergeben können, wo wir Dienste daraus anbieten können. Wir haben den Bereich der Smart Nature, das geht es darum, um Natur zusammen und Innovation, Technik in den Naturraum zu bringen oder auch intelligentes Wassermanagement. Weil wir glauben eben daran, dass die vernetzte Intelligenz das Kapital der Zukunft ist. Und das haben wir am Manifest der Urban Tech Republic dargestellt. Und das möchten wir jetzt in die Praxis bringen und umsetzen. Vielen Dank. Die Stunde ging aber schnell rum, für Sie hoffentlich auch. Und wenn Sie mehr dazu erfahren wollen, Sie können uns kontaktieren. Die einzelnen Referentinnen haben ihre
Kontaktdaten eingeblendet. Wenn nicht, dann gerne nochmal über unsere Webseite www.smart-city-berlin.de oder gern per E-Mail an mein Team und mich an smartcity@berlin-partner.de zum Nachlesen hier. Und ich freue mich, wenn es Ihnen Spaß gemacht hat und ich hoffe ganz doll, dass wir uns nächstes Jahr auf der Smart Country Convention in live und in Farbe und hoffentlich auch analog sehen. Ich freue mich auf Sie. Bis bald. Tschüss. Sie sahen einen Beitrag aus dem Smart City Berlin Netzwerk. Wir bedanken uns an dieser Stelle bei Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie für die gezeigten Einblicke in die Innovation und die Lösungen aus der Hauptstadt. Wir bedanken uns aber auch bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Schön, dass Sie heute unsere Gäste waren. Wir sagen Danke an die Speaker für ihre Deep Dives und Danke an unsere Partner, die die diesjährige SCON überhaupt möglich gemacht haben. Wir freuen uns, wenn Sie alle wieder bei der SCON 2022 dabei sind, live in der Messe Berlin. Auf den anderen beiden Bühnen läuft das Programm noch weiter. Freuen Sie sich zum Beispiel auf die Closing Keynote von Gesundheitsminister Jens Spahn auf dem Smart Plaza. Bis dahin, bleiben Sie gesund und auf Wiedersehen.